Servus, ihr Lieben. Hey, schön, dass ihr alle da seid heute Abend und auch zu Hause, dass ihr eingeloggt sind für unseren Livestream. Wir lieben euch und schätzen euch und es ist eine Ehre, euch das Wort Gottes zu bringen. Heute Abend, ich möchte so eine Botschaft bringen, die mir ganz besonders ist. Das heißt 7,14 und einige von euch werden schon wissen, dass es geht um ein besonderes Schriftstelle im Alten Testament, wo es geht um Erweckung. Aber ich bin auch am 14.07. Von neuem geboren, in 1984. So ist es ein besonderer Tag für mich. Weißt du, auf Englisch haben wir immer Monat zuerst und dann erster Tag. So 7.14 wird es sein. Aber das ist vielleicht nur so ein Zufall. Aber trotzdem, weißt du, ich liebe diese Stelle, die wir in ein paar Minuten anschauen werden, von dem wir heute Abend predigen werden. Aber es geht um Erweckung und ich möchte dich ermutigen, mach dein Herz auf für den Herrn. Und lass uns jetzt beten hier am Anfang und den Herrn vertrauen, dass er zu uns reden wird. Halleluja, Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und deine Güte und deine Erbarmungen. Herr, wir danken dir, dass du immer für uns da bist. Du stehst zu uns und du hast dein Herz für uns aufgemacht und du liebst uns. Und Herr, wir bitten dich heute Abend, sprich zu uns. Wirke du in unsere Mitte. Wirke du in unser Leben. Komm, verändere uns durch die Erneuerung des Sinnes. Verändere uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir brauchen dich. Unser Land braucht dich. Diese Welt braucht dich mehr als je. Und wir möchten uns dir zur Verfügung stellen als Gefäße, durch dem du deine Herrlichkeit offenbaren kannst. Danke, danke für die Feuer deines Geistes heute Abend in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte zuerst eine Stelle lesen in 2. Chroniker Kapitel 5, weil das ist so die Einleitung, konnte man sagen, zu dieser Stelle, die wir dann später anschauen möchten. 2. Chroniker 5, Vers 13. Es steht, und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig, dann wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und das ist die Rede von der Einweihung von dem Tempel, die Salomo gebaut hat. Er hat den Tempel für den Herrn gebaut und das dauerte eigentlich 7 Jahre, um diesen Tempel zu bauen. Und am Ende haben sie ein riesiges Fest gehabt und Feierlichkeiten, um den Tempel einzuweihen. Und was ich wunderbar und schön finde, ist, dass die Herrlichkeit des Herrn füllte den Haus. Aber bitte merke, die Leute sind zusammengekommen, sie haben Gott gelobt und gepriesen, denn er ist gut und seine Güte währt ewig. Sie haben Gott mit Einheit, weißt du, im Einheit erhoben und gepriesen und gelobt und gedankt. Und dann auf einmal kam die Herrlichkeit des Herrn und füllte das Haus, wo sie waren. Sie waren wie ein Mann, steht es. So eine Stimme, wie eine einzige Stimme, obwohl Hunderte und Hunderte Leute da waren. Und diese Einmütigkeit ist so wichtig für uns. Auch im Leib Christi. Dass wir einander lieben, dass wir einander ehren, dass wir füreinander da sein, dass wir einander unterstützen und einander verteidigen und füreinander beten. So, so wichtig. Diese Einheit und diese einmütige Lobpreis und Anbetung bringt Gott auf die Szene. Halleluja. Es bekommt Gottes Aufmerksamkeit. Und es hat Gott so gefallen. Ich werde niemals vergessen, vor vielen Jahren ein Lobpreisleiter, wirklich ein echter Psalmisten, er war hier in unserer Gemeinde, Kent Henry, und hat so einen mächtigen Dienst hier bei uns irgendwie jetzt, uns gebracht und uns wirklich mächtig gesegnet. Und eines Abends, als wir zum Tisch miteinander gesessen haben, hat er mir von einer Weissagung erzählt, die er bekommen hat. Und in dieser Weissagung, er sah, weißt du, wie ein einziger Mann aufgestanden ist. Und der Herr sagte, das wird einen Mann aufstehen in den letzten Tagen. Und dieser einen Mann, er wird die ganze Welt für Jesus Christus
erreichen und gewinnen und ein mächtiger Zeuge sein in alle Länder dieser Welt. Und Kent sagte zu dem Herrn, als er das gehört hat, Herr, das kann nicht sein. Das ist zu viel für einen einzigen Mann. Das ist zu viel für einen einzigen Mensch. Und der Herr sagte, du musst verstehen, dieser einzige Mann ist eigentlich Jesus Christus und seinem Leib. Es ist den Leib Jesu Christi hier in dieser Welt. Viele Glieder, aber trotzdem sind wir eins. Und wir sind miteinander den Leib Jesu Christi, eins miteinander. Und wir werden aufstehen und wir werden, Halleluja, diese Welt für Jesus erreichen. Jesus ist unser Haupt. Wir sind sein Leib. Er ist in uns. Wir sind in ihm. Und deshalb sind wir auch ineinander. Und wir brauchen einander. Es gibt Kraft in Einheit. Und sie waren alle einmütig. Die Bibel sagt uns auch am Pfingsttag, oder? Sie waren alle einmütig beisammen und dann fiel der Heilige Geist. Halleluja. So lasst uns einander lieben und lasst uns füreinander beten und lasst uns auch den ganzen Leib Christi, ob katholisch, evangelisch, evangelikal, reformatorisch, orthodox, egal welche christlichen Namensschild wir tragen, lasst uns einander lieben, füreinander beten, einander verteidigen und einander unterstützen. Amen. Und auch miteinander Gott preisen in dieser Welt. Und so, diese Herrlichkeit ist dort gekommen. Die sichtbare Shekinah, Herrlichkeit Gottes, wie eine Wolke füllte Gottes Herrlichkeit den Tempel. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über die Azusa Street Erweckung. Diese riesige Ausgießung des Geistes am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wie damals Menschen haben die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen und sie redeten und sprachen wie am Pfingsttag. Und Zeichen und Wunder und Heilungen sind geschehen und es ist verbreitet worden über die ganze Erde innerhalb von ein paar Jahren. Diese Erweckung hat die ganze kirchliche Landschaft verändert und deshalb auch die ganze Welt verändert. Die schnellst wachsendste Bewegung in die ganze Kirchengeschichte. Und damals in die Azusa Street Erweckung, eine von den Haupteigenschaften, die Menschen erwähnt haben, als sie Zeugnis gegeben haben, über was sie dort erlebt haben, ist, dass die Shekinah, Herrlichkeit Gottes, war immer und immer wieder dort sichtbar gegenwärtig. Dass sie haben auch diese Wolke gesehen, die Wolke, seine Herrlichkeit. Und jedes Mal, wenn diese Wolke gekommen ist, sagten sie, sind Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Halleluja. Liebe Leute, das brauchen wir auch mehr. Gott möchte seine Herrlichkeit wieder neu, Halleluja, ausgießen auf uns, auf sein Volk. Er möchte uns alle gebrauchen, um Jesus zu verherrlichen. So, nachdem sie den Tempel, weißt du, in dem Sinn eingeweiht haben und nachdem sie den Herrn gepriesen haben und angebetet haben, es steht, dass Salomo kniete sich nieder, um zu beten. Und ich möchte das lesen, weil ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gesehen, dass etwas Besonderes geschehen ist wieder. In 2. Chroniker 7 jetzt, ab Vers 1, steht, als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineintreten oder hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig. Hast du das gemerkt? Weißt du, wir lesen nach den Lobpreisen Anbetung, Gottes Herrlichkeit füllte das Haus, füllte den Tempel des Herrn. Und jetzt wieder, nachdem Salomo gebetet hat, füllte das Haus des Herrn wieder mit der Herrlichkeit des Herrn. Ein zweites Mal ist das Haus mit Gottes Herrlichkeit erfüllt. Und als ich das gesehen habe, ist es mir klar geworden, Gott möchte uns alle immer und immer wieder neu erfüllen mit seiner Herrlichkeit und mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Halleluja. Er möchte uns nicht nur einmal erfüllen, sondern immer und immer wieder. Wir sind sein Tempel. Halleluja. Und damals, er hat sein Tempel mehr als einmal erfüllt. Und er möchte uns alle auch wieder neu erfüllen. Bist du hungrig nach einer frischen Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Weil ich glaube, dass wenn du hungrig dafür bist, Gott wird dich gerade dort begegnen, wo du bist. Wir wissen im Neuen Testament, wir sind Gottes Tempel, den Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in uns. Die Frage ist,
Sind wir wirklich voll des Geistes? Kann ein Mensch mehr oder weniger von dem Heiligen Geist haben? Wir wissen, dass Paulus schrieb an die Epheser im Vers 18, Kapitel 5, Vers 18, und er sagte, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Oder lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Diese Leute waren schon Geist erfüllt in dem Sinn, weil Paulus gründete diese Gemeinde. Von dem können wir lesen in Apostelgeschichte 19. Und sie waren schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie redeten in Sprachen und weissagten, steht es geschrieben dort. Aber hier schrieb Paulus Jahre später an dieselben Leute und er sagte, Leute, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. In anderen Worten, es gibt eine frische Erfüllung für dich. Es gibt mehr als eine einzige Füllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr von ihm und deswegen sind wir heute Abend da. Deswegen sind wir hier miteinander versammelt. Und ich möchte dich fragen, sei ehrlich heute Abend, bist du voll des Geistes oder glaubst du nur an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Es gibt einen riesigen Unterschied. Viele Pfingstler glauben an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber meine Frage ist, bist du voll des Geistes? Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob wir nur an etwas glauben oder etwas bekennen und ob wir das auch wirklich erleben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine Ausstattung mit Kraft. Halleluja, wenn du das bekommst, dann bist du freimütig und stark. Dann werden Zeichen und Wunder dir folgen. Jesus hat es versprochen, du wirst Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist. Und Gott möchte dich wieder erfüllen. Halleluja, aus seinem Tempel, er will dich wieder erfüllen, genau wie er den Tempel Salomos wieder neu erfüllt hat. Und heute Abend werden wir auch trinken, weißt du, den neuen Wein des Geistes. Wir werden auch, halleluja, vor Gott kommen, wir werden zu Jesus kommen und trinken, wir werden Gott loben und preisen. Aber bevor wir das dann machen, ich möchte wieder eine Stelle lesen in 2. Chroniker. So, Salomo betete, das Haus des Herrn ist wieder mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt und sie haben dann alle verschiedenen Schlachtopfern und Brandopfern dargebracht, Tausende. Gott sei Dank, dass wir das nicht mehr machen müssen, dass ich kein Metzger sein muss als Pastor. Aber, weißt du, das war alles nur ein Bild von das, was Jesus für uns getan hat. Alle die Schlachtopfer und Brandopfer im Alten Testament, sie zeigten nur auf Jesus, der kommen sollte. Ein unschuldiges Leib starb für die Sünden von ein schuldiges Leben oder ein schuldiges Mensch. In Hebräer 10, Vers 19 steht, wir aber im Neuen Testament, wir haben die Zuversicht, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Halleluja. Jesus war der letzte Schlachtopfer unter dem Alten Testament. Und sein Blut war ausreichend, um alle Sünde für alle Zeitalter, für alle Menschen, ein für alle Mal, Halleluja, zu bezahlen. Jetzt brauchen wir keine Schlachtopfer mehr. Jesus, sein Blut genügt, reicht aus für dich und auch für mich. Und jetzt können wir zuversichtlich, steht hier, zuversichtlich vor Gott kommen, weißt du, und durch das Blut kommen wir in das Heiligtum. Das bedeutet, dieser heiligste Ort in das ganze Universum, wo Gottes Thronraum ist, wo diese vier lebendige Wesen sind, die singen den ganzen Tag, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher an die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wir können zuversichtlich hineinkommen durch das Blut, die Jesus für uns vergossen hat. Wir müssen uns nicht schämen. Wir müssen nicht irgendwie jetzt Angst haben, wir können vor ihm kommen, denn das Blut Jesu Christi hat uns gereinigt. Unsere Sünden sind nicht bedeckt, die sind weggewaschen, ein für allemal. Halleluja. Amen. Und dann, weißt du, nachdem Salomo gebetet hat, und er hat ein ziemlich langes Gebet gebetet, der Herr sagte so ungefähr, ja, ich habe dein Gebet erhört und ich werde das machen. Aber dann in Kapitel 7 und Vers 14, dies ist die Stelle, die wir anschauen wollten, hat er etwas ganz Besonderes gesagt. Und das werden wir heute aber ein bisschen, ein bisschen tiefer verarbeiten. In 2. Chronik 7 und Vers 14 steht, und Gott sprach hier zu Salomo, nachdem Salomo gebetet hat. Gott sagte, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten, und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen,
dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist eine Erweckungsschriftstelle, dass wir werden Gott wieder neu erleben und dass unser Land geheilt wird, dass Österreich geheilt wird, dass Deutschland geheilt wird, dass Europa geheilt wird, dass dieser Kontinent erfüllt wird mit der Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit. Und ich liebe diese Stelle, ich habe schon gesagt, ich bin von neuem geboren, am 7.14, weißt du, Juli, 14. Juli, und deswegen, es hat eine besondere Bedeutung für mich, aber das spricht auch von einer persönlichen, erlebbaren Erweckung. Und das kann schon eine Nation, weißt du, wenn eine ganze Nation danach lebt und das tut, dann wird auch dieses Land in dem Sinn, Halleluja, Erweckung erleben. Aber wenn du das magst in dein persönliches Leben, kannst du auch persönliches Erweckung erleben. Oder wenn eine Gemeinde beginnt, diese Schriftstelle ernst zu nehmen, wahrzunehmen, nach dem zu handeln, ich bin überzeugt, dass eine Gemeinde Erweckung erleben kann. Und weißt du, hier geht es in erster Linie um Gebet. Und wenn du die Geschichte von Erweckungen liest, dann wirst du sehen, dass Gebet war immer ein riesiger Faktor. Die haben gebetet und gebetet, den Herrn gesucht. Und dann auf einmal kam die Kraft Gottes auf eine ganz neue Art und Weise. Manchmal auf eine überraschende Art und Weise. In Dimensionen, von denen sie bis jetzt nicht erlebt haben. Und großartige Dinge sind geschehen. Und manchmal ganze Städte sind errettet worden. Manchmal, weißt du, auf einer nationalen Ebene sind Erweckungen geschehen. Manchmal auf einer globalen Ebene. Die Azusa Street Erweckung war tatsächlich eine globale Erweckung. Und es begann mit Lobpreis und Anbetung und den Herrn suchen. Die Azusa Street Erweckung war wirklich eine Erweckung des Gebets. Sie haben stundenlang den Herrn gesucht und gebetet. Und dann, weißt du, Gott hat diese Gebete erhört. Halleluja. Und auch in Wales, in die walisische Erweckung, vielleicht hast du von Evan Roberts gehört, und diese walisische Erweckung. Als das geschehen ist, eigentlich, das war eine Erweckung des Gebets. Das Hauptmerkmal ist, dass sie sind zusammengekommen und sie haben Gott gelobt und gepriesen mit Gesang und mit Lieder, aber dann auch gebetet und haben den Herrn gesucht und starke Gebete, weißt du, ernsthafte Gebete. Ich war einmal bei dieser Erweckung dort in Pensacola. Und das war auch, wenn ich darüber nachdenke, das war das Hauptmerkmal. Weißt du, die Lobpreis und Anbetung und diese Gebete, die Atmosphäre erfüllt mit Gottes Gegenwart. Weil weißt du, wenn wir Gott loben und preisen, kommt er erfüllt diese Atmosphäre, wo wir sind, wo wir Gott preisen mit seiner Herrlichkeit. Und großartige Dinge geschehen. Und das war das Hauptmerkmal eigentlich von dieser Erweckung damals auch in Pensacola in Florida. Und ich glaube, dass wenn wir das machen, wenn wir beten, Gott wird uns erhören. Aber wir müssen auch wirklich das wollen, was wir dann von den Herrn verlangen. Weil manchmal wir sagen, wir möchten Erweckung. Meine Frage ist, möchten wir das wirklich? Weil es könnte sein, dass wenn Erweckung kommt, es wird dein ganzes Leben radikal ändern. Es könnte sein, dass deine Pläne werden unterbrochen. Es könnte sein, dass wenn Erweckung kommt, unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt wird. Sind wir wirklich bereit dafür? Möchten wir das wirklich? Oder möchten wir weiterhin in denselben Alltagsgeschichte, in unsere Strukturen, in unsere Pläne, in unsere Muster weiterleben? Wenn wir sagen, Herr, ich will Erweckung, dann müsste es wirklich ernsthaft sein. Ein Schrei unseres Herzens, wo wir zu Gott kommen und wir meinen das. Das ist nicht nur so eine schöne Aussage, ja, wir sind Christen, wir sagen, Herr, wir möchten gerne Erweckung, sondern wir möchten das wirklich, egal was das kostet, egal was das bedeutet, Herr, wir möchten Erweckung. Halleluja. Ich möchte das nochmals lesen, Vers 14, 2. Chroniker 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. O Herr, wir bitten dich, heile unser Land, heile Österreich, heile Deutschland, heile Europa, Herr. Wir bitten dich, egal was das kostet, egal was
weißt du, kommt, egal wie das aussehen wird, egal was andere Menschen von uns halten werden. Wir möchten, dass du deinem Geist wieder neu ausgießt, dass du den Tempel, Halleluja, und wir sind dein Tempel, wieder neu mit deiner Herrlichkeit erfüllst. Bitte merke, das spricht von Gottes Volk, wenn mein Volk das macht. Erweckung bezieht sich auf Gottes Volk. Das geht um, weißt du, eine Gemeinde oder Gemeinden oder die Kirche, die auf einmal wieder neu belebt wird, wird eine frische Salbung empfangen, erfrischt und gestärkt und verändert und verwandelt und auf eine neue Ebene kommen wir. Und die Ergebnisse davon sind immer Evangelisation und Heilungen und Zeichen und Wunder. Aber es beginnt bei uns, dass Veränderung kommt. Und er sagt uns genau, wie das geschieht. Und bitte merke, das beginnt mit uns. Wenn wir Erweckung haben möchten, wir können einfach nicht warten. Viele Leute warten auf Erweckung und sagen, ja, der Herr wird in seiner Zeit etwas machen. Liebe Leute, das beginnt bei uns. Gott sagte, wenn mein Volk etwas macht, dann werde ich kommen und ich werde ihr Land heilen. So schauen wir diese paar Punkte an, die wir hier in 2. Chroniker 7, 14 sehen. Zuerst steht, wenn mein Volk demütigt sich. Demut. Demut ist so wichtig, wenn es geht um Erweckung. Weißt du, es gibt viele Leute, sie möchten von Gott gebraucht werden, dass alle Menschen erkennen werden, wie großartig sie sind. Weißt du, meine, wir sind dankbar für alles, was der Herr für uns getan hat. Und ja, wir sind jemand in Christus, ein wunderbares Geschöpf in Christus. Amen, Gottes Meisterschaft. Das stimmt. Aber wir sind hier, um Jesus zu verherrlichen. Und ohne ihn können wir nichts. Alles, was wir haben, haben wir nur Jesus zu verdanken. Was ist Demut? Demut ist nicht, dass wir schlecht über uns denken oder schlecht über uns reden. Das ist nicht versuchen, demütig zu sein. Ja, okay, ich werde jetzt versuchen, demütig zu sein und deswegen werde ich dies oder jenes machen. Überhaupt nicht. Eigentlich, Demut ist ehrlich zu sein. Du musst nicht schlecht über dich selbst reden. Du bist ein großartiger Mensch und Jesus Christus erschaffen. Aber vergesse nicht, ohne ihn bist du nichts und kannst nichts. Es ist einfach zu erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. Dass wir Gott wirklich brauchen. In Offenbarung 3, Vers 15, wir sehen das. Da steht hier, und Jesus spricht an die Gemeinde in Laodicea, steht, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, und bitte merke, hier ist, was das bedeutet, lau zu sein. Lau ist nicht einfach so in Sünde unbedingt zu leben, aber lau ist hier beschrieben von Jesus. Weil du sagst, hier ist Lauheit, weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts und weiß nicht, dass du der Elende bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist und so weiter und so fort. Bitte merke, er sagte, weil du sagst, ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Es gibt nichts Falsches, wenn wir sagen, ich bin reich und ich bin reich geworden. Wir können schon sagen, wir sind gesegnet in Jesus Christus. Aber dieser letzte Teil, wo wir sagen, ich brauche nichts. Das ist lau zu sein. In anderen Worten, wir denken, wir sind angekommen, als wenn wir alles schon erreicht haben. Als wenn wir alles irgendwie mit den Herrn schon erlebt haben. Alles gesehen, wir wissen, wie das alles funktioniert. Weißt du, wir sind so weit entfernt von dem. Wir brauchen Gott für unseren nächsten Atemzug. Das Problem war nicht, dass sie reich waren oder dass sie sagen, wir sind reich. Das Problem war, sie haben gesagt, wir brauchen nichts. Vergesse nicht, egal wie weit du mit den Herrn gekommen bist, es gibt immer noch sehr viel, was du von den Herrn nicht erlebt hast, nicht weißt, und du brauchst den Herrn heute genauso sehr wie gestern. Amen. Oder sogar mehr. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht vollendet. Und das ist ein großes Problem für einige Menschen, die die Glaubensbotschaft oder auch diese Botschaft der Gnade nicht verstehen. Sie wissen, ja, wir sind vollendet in Christus. Wir sind Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus geworden. Das stimmt. Halleluja. Das ist Wahrheit. Aber trotzdem, weißt du, wir brauchen Gott immer noch in unsere Gedanken. Wir brauchen Gott in unsere Handlungen. Weißt du, wir sind von neuem geboren innerlich. Und wir sind vollkommen innerlich in unserem Geist, aber nicht in jedem Bereich des Lebens. In unserer Seele, in unseren Gedanken, wir brauchen Erneuerung, dass wir denken, wie Gott denkt. Halleluja, dass wir lernen, unsere Emotionen auch zu kontrollieren, dass sie uns nicht beherrschen, dass wir werden nicht jähzornig sein zum Beispiel, oder dass wir werden nicht, weißt du, uns hingeben zu Depression oder zu Angst,
Weißt du, das brauchen wir alle immer noch. Wir brauchen immer noch Veränderung in unsere Gedanken und auch in unsere Tun. Es gibt niemanden, der wirklich vollkommen lebt. Jesus alleine hat es geschafft. Aber wir sind in den Heiligungsprozessen. Wenn wir denken, okay, ich bin vollendet in Christus und ich brauche nichts mehr, dann sind wir weit entfernt von der Wahrheit. Wir brauchen den Herrn jeden Tag für die Erneuerung des Sinnes. Wir brauchen den Herrn jeden Tag, damit wir auch unsere äußere Mensch, diesen Leib, dass wir das irgendwie in den Zaum halten können, dass wir, weißt du, das auch beherrschen. Amen. Dass wir wachsen in Selbstbeherrschung. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Wir sind vollkommen in Christus, aber wir sind noch nicht vollkommen in jedem Bereich unseres Lebens. Und wenn jemand das wirklich nicht zugeben kann, sie sind einfach nicht ehrlich. Sie glauben eine Lüge. Du brauchst Gott, du brauchst Veränderung. Es gibt in Christus Realitäten, von denen reden wir sehr oft, aber es gibt auch die in uns Realitäten, die wir nicht vergessen sollten, weil die sind auch in der Bibel zu lesen. Zum Beispiel, hier ist eine Sache. Wir wissen, in Christus sind wir Gottes Gerechtigkeit, mehr als Überwinder, eine neue Schöpfung. In Jesus Christus sind wir Gottes Kinder, sind wir erfüllt mit dem Geist und so weiter und so fort. Aber in uns selbst gibt es auch ein paar Aussagen, die wir nicht vergessen sollen. Zum Beispiel Galater 6 und Vers 3. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Weißt du, ohne Jesus sind wir nichts. Ohne Jesus sind wir nichts. Das sollten wir nicht vergessen. Wir brauchen Jesus. Jesus ist der, der den Unterschied in unserem Leben macht. Halleluja. Und dann in 1. Korinther 8, Vers 2, es steht, wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er doch noch nicht erkannt, wie man erkennen sollte. In anderen Worten, wenn du glaubst, du weißt so viel, du solltest erkennen, du weißt überhaupt nichts, wie du es wissen sollst. Es gibt so viel mehr zu wissen. Weißt du, in Christus wissen wir einiges, aber in uns selbst wissen wir gar nichts. Und dann in 1. Korinther 4, Vers 7, es steht, denn wer gibt dir einen Vorrang? Wer gibt uns einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wir haben alles, was wir haben, haben wir empfangen, oder? Und wenn du das aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Alles, was wir haben, haben wir empfangen durch Jesus Christus. Das bedeutet, getrennt von Jesus haben wir nichts. Wir wissen nichts, wir sind nichts und wir haben nichts. Und das Letzte ist in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, sagte Jesus. Ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, oder wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was können wir getrennt von Jesus? Überhaupt nichts. Und das ist Demut. Demut ist nicht schlecht, über uns zu reden, aber es ist zu wissen, dass ohne Jesus sind wir nichts, wissen wir nichts, haben wir nichts und können wir nichts. Nicht wie die Leute in Laodicea, die sagten, ja, ich bin reich und reich geworden, ich brauche nichts. Sie brauchten schon Jesus, genau wie wir Jesus brauchen. Und wir brauchen ihn mehr und mehr jeden Tag. Demut ist einfach zu erkennen, dass du Gott brauchst. Du brauchst seine Barmherzigkeit, du brauchst Vergebung immer wieder. Du brauchst seine Gnade, du brauchst seine Hilfe. Sag das einmal, Herr, ich brauche dich. Sag das mal mit mir, Herr, ich brauche dich. Weißt du, oft sage ich, ich bin nichts ohne Jesus. Aber ich bin nicht ohne Jesus. Er lebt in mir. Aber ohne ihn kann ich nichts, bin ich nichts, weiß ich nichts, habe ich nichts. Halleluja. Wir brauchen ihn mehr und mehr in unsere Gedanken, in unsere Handlungen, in unsere Worte und so weiter und so fort. Und Demut ist auch ein neutestamentliches Wort. In 1. Petrus 5, Vers 6, da steht, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Wenn wir uns demütigen unter den mächtigen Hand Gottes, er möchte uns erhöhen. Er will uns erhöhen. Er will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln, verherrlichen. Halleluja. Aber weißt du, das beginnt bei uns. Wir sagen, Herr, ich kann nichts ohne dich. Und Stolz und Hochmut, die sind sehr, sehr betrügerisch. Viele Leute, die stolz sind, sie würden es nie zugeben. Ich habe schon von jemandem gehört einmal, ich habe kein Problem mit Hochmut, ja? Viele Leute sagen, ja, ich bin nicht stolz, ich bin demütig. Oder sie sagen, ich bin sogar stolz auf meine Demut. Bitte, wir wissen, weißt du, Demut ist einfach Realität. Es ist ehrlich zu sein. Es ist nicht irgendein Spiel, das wir spielen. Hier sind ein paar Fragen, um zu erkennen, wie demütig du wirklich bist. Lebst du, als wenn du Gott wirklich brauchst? Oder vertrauen wir auf unsere eigenen Fähigkeiten immer? Unser erster Gedanke, wenn Probleme und Herausforderungen kommen, ist es, was kann ich jetzt alles machen? Oder ist es,
Herr, wo bist du? Ich brauche deine Hilfe. Dass wir den Herrn suchen. Und beten wir, als wenn wir Gott wirklich brauchen? Viele Leute, weißt du, auch Christen leider, weißt du, sie leben einen Tag zum nächsten und beten nicht. Sie beten nur dreimal, weißt du, am Tag in dem Sinn, weil sie essen. Irgendein kleines Tischgebet. Aber meine Frage ist, betest du? Aber meine Frage ist, betest du, als wenn du Gott wirklich brauchst? Ich brauche dich, wenn du nicht kommst, dann kann ich nichts. Ich habe nichts, ich weiß nichts. Ich brauche dich, Herr. Halleluja. Schauen wir auf Menschen mehr oder suchen wir die Hilfe von Menschen, die Hilfe von der Regierung, die Hilfe von Freunden und Verwandten und so weiter, mehr als die Hilfe Gottes? Wie viel ist Gott wirklich in unser tägliches Leben involviert? Ist er ein Teil von unseren Gedanken den ganzen Tag lang? So, demütige dich selbst. Das ist das Erste, was er sagt, wenn mein Volk sich demütigt. Und das Zweite ist, wenn mein Volk betet. Wir haben schon darüber gesprochen und man konnte einen ganzen Monat mindestens über Gebet lehren. Aber ich möchte nur ein paar Kleinigkeiten sagen diesbezüglich. Gebet ist einfach mit Gott zu reden. Es ist, wenn wir unser Herz und Liebe für Gott ausdrücken und wenn wir mit den Herrn über unsere Bedürfnisse reden oder wenn wir mit den Herrn reden über die Dinge, die, weißt du, uns beschäftigen, Sorgen oder so weiter. Und so, weißt du, wir beten und hier sind zwei wichtige Dinge, wenn es geht um Gebet. Gebet muss ernsthaft sein, es muss feurig, eifrig, glühend, inbrünstig sein. In Jakobus 5, 16, bekennt nun einander die Sünden, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann bitte merke, viel Vermag eines gerechten Gebets in seine Wirkung. Oder es steht, viel Vermag eines gerechten Gebets in der Luther-Übersetzung, wenn es ernstlich ist. Wenn es ernstlich ist. Nicht nur so, Herr, ich brauche diesen, jenes, Amen. Weißt du, viele Leute beten und das ist fast eine Formel, aber es muss ernst sein, es muss glühend, feurig, eifrig, inbrünstig sein. In die Einheitsübersetzung steht, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Oder in die unrevidierte Elberfelder steht, das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Das kommt von unserem ganzen Herzen. Norval Hayes pflegte es zu sagen, du musst beten wie ein House on fire. He said, pray like a house on fire oder ein Haus im Brand. Oder in anderen Worten, es muss dir wichtig sein. Es muss dir ernst sein. Halleluja, schreie zum Herrn, rufe zu dem Herrn. Psalm 50, Vers 15, es steht, ich rufe mich, oder Gott sagt hier, rufe mich an am Tag der Not. Er hat nicht gesagt, flüster oder weißt du, mach irgendeine schöne kleine, ausgedachte, vorgeschriebenes Gebet, die du gelehrt hast, sondern rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Und dann in Markus 10, Vers 46, wir lesen nicht die ganze Geschichte, Markus 10, 46 bis 49 ist die Geschichte von Bartimäus, der blind war. Und du weißt, wie das war. Er saß dort am Straße, Jesus vorbeigekommen und er hörte, dass Jesus vorbeigekommen ist. Und er hat begonnen zu schreien, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er hat geschrien so laut, dass die Leute haben gesagt, hey, halt die Klappe, das ist zu viel. Weißt du, du bist so fanatisch, hör auf damit. Aber Jesus hörte sein Schreien, als er sagte, Herr Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Er hat Jesus seine Aufmerksamkeit bekommen. Es steht, Jesus ist stehen geblieben und sagte, bringt ihn hier zu mir. So, weißt du, es ist nicht, dass wir laut beten müssen, weil Gott taub ist, aber manchmal unsere eigenen Gedanken sind so laut, dass wir sind abgelenkt in unser Gebet und das möchten wir nicht. Und zweitens, widmet Zeit. Weißt du, gib den Herrn Zeit, wenn du betest. Verbringe einige Zeit mit den Herrn zusammen in das Garten von Gethsemane, als Jesus betete, er hat seine Jünger auch gesagt, dass sie sollten hier bleiben und beten. Bete, damit ihr nicht in Versuchung kommt, sagte er. Und dann ist er ein bisschen weitergegangen und betete alleine. Und dann ist er zurückgekommen und wir wissen, die Jünger sind eingeschlafen. Und Jesus sagte, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Nicht eine Stunde? So in anderen Worten, Jesus hat gemeint, eine Stunde lang zu beten, das ist keine große Leistung, oder? Manchmal, wir denken, wenn wir eine Stunde gebetet haben, wow, was, das ist so etwas Besonderes. Wie schafft man es, eine Stunde lang beten, um Gottes Willen? Für Jesus, das war überhaupt nicht beeindruckend. Der hat gemeint, eine einzige Stunde konntet ihr mit mir nicht wachen. Und wenn wir nicht Zeit haben für Gebet, dann sind wir zu beschäftigt. Und die Tatsache ist, wir haben Zeit
für alles, was wir tun möchten. Wir machen den Zeit dafür, wir widmen den Zeit. Wir machen es auf, wir schreiben es auf unseren Terminplan an. Und das brauchen wir mehr, als wir wissen. Wir brauchen diese Zeit mit den Herrn. Veränderung kommt durch diese Begegnungen mit den Herrn. In Apostelgeschichte 13, 1 bis 3 steht, dass sie haben den Herrn gedient und sie haben gefastet und dann auf einmal der Heilige Geist sprach. Weißt du, die Tatsache, dass sie gebetet haben, den Herrn gesucht haben und gefastet haben, das spricht eigentlich, dass sie ein bisschen Zeit mit den Herrn verbracht haben und dann sprach der Heilige Geist und Bestimmung ist freigesetzt worden für Paulus und Saulus. Halleluja. Ich dachte über das in der letzten Zeit, Paulus und Petrus, beide, als sie gebetet haben, sie sind in Verzückung gerieten. Weißt du, mehrmals, oder mindestens mit Petrus steht es einmal, mit Paulus, ich glaube, es ist mehr als einmal geschehen. Es steht, kam eine Verzückung über ihm, oder geriet er in Verzückung. Weißt du, Petrus und Paulus haben beide das erlebt. Haben wir genügend Zeit, um zu beten, und widmen wir diese Zeit, um zu beten, dass sowas bei uns passieren konnte? Ich meine, wenn die einzige Zeit, die du betest, ist, wenn du hinter dem Lenkrad bist, auf dem Weg in den Arbeitsplatz, dann kannst du wirklich nicht so tief gehen. Das wäre schlimm, wenn du in Verzückung, wenn eine Verzückung über dich kommen würde, oder? Wäre schlimm. Aber lasst uns den Herrn Zeit geben. Halleluja. Halleluja. Diese beste Zeit meines Lebens, sie waren die Zeiten, wo ich wirklich mehr Zeit mit den Herrn verbracht habe und diese Zeit gewidmet habe. Dies sind Erweckungszeiten. Amen. Es ist Gottzeit, Erfrischungszeit, Veränderungszeit und so weiter. Drittens, es steht, wenn mein Volk mein Angesicht suchen. Und ich glaube, der hat es ganz besonders auf diese Art und Weise formuliert. Er hat nicht gesagt, nur Gott suchen, sondern mein Angesicht suchen. Viele suchen Gott, wenn sie Hilfe brauchen. Und in diesem Sinne suchen sie nicht unbedingt sein Angesicht, aber sie suchen seine Hand. Sie suchen das, was er kann. Sie suchen seine Macht, sie suchen irgendein, dass er ein Bedürfnis oder irgendetwas erfüllt. Aber er will, dass wir sein Angesicht suchen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und nur weil wir ihn lieben, nur weil es geht um Gemeinschaft, nur weil wir wissen, wie wunderbar er ist. Er will Zeit mit uns verbringen. Er möchte nicht so wie ein Automat sein, dass wir ein paar Münzen reinwerfen und irgendetwas herausbekommen. Er will eine Beziehung mit uns. Das ist das Wichtigste. Wenn es geht um unser Leben als Christen, das Wichtigste, was wir haben, ist unsere Beziehung mit den Herrn. Und eine Beziehung ist mehr als einfach immer zu kommen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Eine Beziehung ist Austausch, Liebe, Gemeinschaft. Oh, der Herr will das. Halleluja. Wenn mein Volk mein Angesicht suchen. Und leider, viele Leute suchen den Herrn nur, wenn sie etwas brauchen. Brother Hagen sagte immer wieder, ich habe über meine eigenen Bedürfnisse seit einer langen Zeit nicht mehr gebetet. Er sagte normalerweise, ich komme zu den Herrn und ich sage, Herr, mach mich zum Segen für andere Menschen. Aber er sagte, manchmal, ich komme nur und ich sage, Herr, heute brauche ich nichts, will überhaupt nichts, aber ich möchte nur ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Möchte mit dir reden, deine Stimme hören, Gemeinschaft mit dir erleben. In Jeremia 29, Vers 13 steht, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Weißt du, bitte merke, wieder einmal, sucht mich mit ganzem Herzen. In die Einheitsübersetzung ist es so formuliert, sucht ihr mich, so findet ihr mich, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Bis wir an diese Stelle kommen, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, dass wir an diese Stelle kommen, wo wir wissen, eigentlich geht es nur um ihn. Wenn wir, weißt du, wenn wir ihn gewinnen, wenn wir Jesus gewinnen, wenn wir Jesus näher kennenlernen, dann alles, was wir brauchen, geht sowieso in Erfüllung. Halleluja. Er ist unser Heiler, unser Befreier, unser Versorger. Er beschützt uns, bewahrt uns, er segnet uns. Halleluja. Er macht uns stark. Oh, Halleluja. Gott sei Dank. Wenn wir mehr von Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Sagt Amen. Halleluja. Und er will unser Herz mehr als alles andere. Und er weiß, ob wir ihm wirklich wollen oder nicht. Oder ob wir nur kommen, weil wir etwas brauchen. Und er weiß auch, ob wir wirklich Erweckung haben möchten. Halleluja. Möchten wir das wirklich von unserem ganzen Herzen? Das ist eine Frage, die ich stelle. Und wenn du noch nicht diese Frage ehrlich beantworten kannst, ich möchte, dass du dich damit beschäftigst.
was brauchen wir wirklich? Was ist das Wichtigste, was jetzt geschehen konnte für uns alle? Amen. Und dann viertens, und wir werden beenden mit dieser Aussage. Wenn mein Volk kehrt um von ihren bösen Wegen, dann sagt der Herr, dann werde ich vom Himmel her hören und ich werde ihr Land heilen. Dass wir umkehren von unseren bösen Wegen. Und ich weiß, Umkehr ist ein Thema, die für viele Menschen nicht mehr so aktuell ist. Aber ich möchte sagen, es ist ein Wort, das Jesus auch verwendet hat, als er an die Gemeinde geschrieben hat oder gesprochen hat, in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Er schrieb an sieben Gemeinden, sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und fünf von diesen Gemeinden hat er gesagt, kehr um oder tut Buße. Und ich habe schon gesagt, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir Veränderung brauchen. Und wir können nicht zufrieden sein mit, was wir bis jetzt erlebt haben. Gott will uns heiligen. Er will uns helfen, mehr wie Jesus zu sein. Wisst ihr, Gottes höchste Ziel für dich und für mich, sein höchstes Ziel ist, dass wir seinen Sohn gleichförmig werden. Er hat uns vorherbestimmt, es steht geschrieben in Römer Kapitel 8, dass er hat uns vorherbestimmt, seinem Sohn gleichförmig zu werden. Mehr wie Jesus. Sag das einmal, Herr, mach mich mehr wie Jesus. Sag das laut, Herr, ich will mehr wie Jesus sein. Mach mich mehr wie Jesus. Verändere mich, damit meine Gedanken sind wie seine Gedanken. Damit meine Worte sind wie seine Worte. Damit meine Handlungen sind wie seine Handlungen. Damit ich lebe, wie Jesus lebte. Und es gibt einige Menschen, die müssen von ihren bösen Wegen umkehren. Aber bitte merke, das ist nicht das Erste, was er gesagt hat. Zuerst er sagte, demütig dich. Das bedeutet, erkenne, wie sehr du Gott brauchst. Zweitens, er hat gesagt, betet. Verbringe Zeit mit ihm. Redet mit ihm. Ernsthaft, von ganzem Herzen. Drittens, such sein Angesicht. Nicht nur seine Hand, sondern sein Angesicht. Weil weißt du, wenn wir das machen, das bewirkt in uns ein Hunger und ein Sehnsucht, mehr wie Jesus zu sein. Er hat es nicht als das Erste gesagt, als er sagte, kehrt um von euren bösen Wegen. Weil eigentlich, er möchte nicht, dass wir unter Verdammnis kommen. Verdammnis tötet. Verdammnis beraubt uns von unserer Glaube. Verdammnis eigentlich ist keine Eigenschaft, die uns irgendwie eine positive Auswirkung hat. Das will er nicht. Aber er will schon, dass wir ein heiliges Leben führen. Und deswegen, er sagte, demütigt dich. Er sagte, betet, sucht mein Angesicht. Und dann auf einmal gibt es so ein Verlangen, ein wachsendes Sehnsucht in unserem Herzen, mehr wie Jesus Christus zu sein. Und vielleicht gibt es jemand heute Abend hier bei uns oder vielleicht gibt es jemand zu Hause und du weißt, du musst Buße tun. Der Herr hat mit dir gesprochen über bestimmten Bereichen deines Lebens eine längere Zeit. Und bis jetzt hast du nicht darauf reagiert. Du hast immer gesagt, na, ich warte ein bisschen. Bin noch nicht so weit. Liebe Leute, wenn wir spielen mit Sünde, kann das ganz gefährlich sein. Gott gibt uns alle eine Zeit, um Buße zu tun. Und weißt du, wenn wir diese Zeit nicht ernst nehmen und wahrnehmen, es könnte sein, dass wir warten zu lang. Und schlechte Konsequenzen können kommen. Ich möchte niemanden beängstigen. Aber ich möchte nur sagen, wenn wir sagen, dass wir Erweckung haben möchten und wir schauen immer noch Pornografie an, wir lügen uns selbst an. Wenn wir sagen, dass wir Erweckung haben möchten und weißt du, wir leben immer noch in diese alten Lebensmuster und wir tun überhaupt nichts, um das zu verändern. Wir suchen den Herrn nicht dafür. Wir bekommen die Hilfe, die wir nicht dafür brauchen. Wir lesen Gottes Wort nicht, die unser Sinn erneuert. Wenn wir das nicht machen, dann lügen wir uns selbst an. Wir möchten nicht Erweckung, wir möchten nur so wie eine Fantasiegeschichte oder irgendetwas. Erweckung beginnt bei uns an. Halleluja. Wir kommen demütig vor Gott. Wir beten, wir suchen sein Angesicht und wir kehren um von unseren bösen Wegen. Und ich weiß, der Herr hat einmal zu mir gesprochen und er hat gesagt, Fred, du sagst immer wieder, du willst mehr von mir. Aber das stimmt nicht. Er hat sogar gesagt, hör auf zu lügen. Du sagst, dass du mehr von mir haben möchtest, aber die Tatsache ist, Fred, ich brauche mehr von dir. Und es gibt bestimmte Dinge in deinem Leben, die jetzt dich zurückhalten. Und wenn du diese Dinge irgendwie loslässt und wenn du mehr Raum für mich magst,
dann hast du automatisch mehr von mir in deinem Leben. Ich weiß, ich rede zu bestimmten Menschen heute Abend, ich glaube, ich rede zu uns alle. Bin selber wieder neu herausgefordert. Und es ist keine schlechte Sache, wieder neu herausgefordert zu sein. Weil es gibt in dir ein riesiges Potenzial. Gott möchte mit dich und er möchte mit uns Geschichte schreiben. Er möchte Länder verändern. Er möchte Menschen erreichen. Er möchte Zeichen und Wunder und Heilungen ausgießen. Aber er braucht uns. Er braucht uns, dass wir von ganzem Herzen dabei sind. Dass wir nicht gleichgültig sind und ein bisschen Religiosität oder irgendetwas haben möchten oder religiös sein am Sonntag. Er will unser ganzes Leben. 7,14 spricht von einem Leben, die den Herrn, Halleluja, 24,7 gehört. Halleluja, 2. Chroniker 7,14. Halleluja, wir demütigen uns, Herr, unter deine mächtige Hand. Wir bekennen, wir brauchen dich. Wir brauchen mehr von dir, Herr. Halleluja. Und wir beten, verbringen Zeit mit ihm. Suchen sein Angesicht, nicht nur sein Herz. Weißt du, wir können schon unsere Bedürfnisse zu den Herrn bringen, unsere Anliegen vor Gott bringen. Aber auch Zeiten, wo wir nur Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist so wichtig. Und umkehren von unseren bösen Wegen. Und ich möchte sagen, vielleicht kämpfst du mit einer bestimmten Sucht in deinem Leben, ob das Pornografie ist, oder vielleicht eine oder den anderen mit Alkohol. Ich weiß, viele Leute, weißt du, sie trinken viel zu viel Alkohol und es ist irgendwie auch betrügerisch. Weißt du, unsere Gesellschaft ist eine Bierkultur, eine Weinkultur und weißt du, auf einmal ist es ein jeden Tag, sag, weißt du, tagtäglich trinken Menschen und dann auf einmal ist es nicht ein Glas Wein mit das Abendessen, sondern es ist zwei und ein drittes und manchmal so ein viertes beim Fernsehen und auf einmal, weißt du, Es ist eine Tatsache, die sind unter den Einfluss vom Alkohol. Sie suchen den Herrn nicht mehr. Und das ist alles ein billiger, klumperter Ersatz für das, was der Herr uns geben möchte. Er möchte uns mit seinem Geist erfüllen. Berauscht euch nicht mit Wein, wo eine Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Halleluja. Und dann wirst du die Welt verändern. Dann werden wir die Welt verändern. Ich weiß, wie das sein kann. Halleluja. Und du kannst dich ändern. Halleluja. Mit Gottes Hilfe. Du kannst die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das weiß ich. Gott wird dir helfen. Und er möchte jetzt Gnade schenken. So, ich möchte für dich beten. Empfange jetzt von den Herrn. Mach deine Augen zu. Das ist jetzt Zeit für dich, dass du jetzt Befreiung empfängst. Es ist jetzt Zeit für dich, dass diese Bindungen gebrochen werden. Es ist jetzt Zeit für dich, dass schlechte Gewohnheiten werden auf der Stelle durch Gottes mächtige Salbung gebrochen werden und dass auf einmal du hast eine Gelegenheit jetzt Neues in deinem Leben einzupflanzen, Neues zu beginnen und der Herr wird dir helfen. Er schenkt dir Gnade. Ich verspreche es dir. Streck deine Hände jetzt aus. In Jesu Namen, ich zerbreche jedes Joch. In Jesu Namen, ich vernichte jedes Joch durch die Salbung des Heiligen Geistes. Ich vernichte das Joch, der Pornografie sucht. Ich vernichte das Joch, der Alkohol sucht und Drogen sucht. Ich vernichte das Sucht, über anderen Menschen schlecht zu reden. Ich vernichte das Joch, die Menschen bindet, dass sie ja so süchtig sind nach Unterhaltung, dass sie 24-7 Unterhaltung in ihrem Leben brauchen. Ich vernichte dieses Joch der Gebundenheit in Jesu Namen, in jedem Lebensbereich. Und ich spreche dir jetzt frei. Du bist frei in Jesu Namen. Nimm dir diese Freiheit jetzt. Und lass der Herr dich erfüllen. Heb deine Hände hoch. Sag, Herr, hier bin ich. Erfülle mich jetzt. Erfülle mich wieder neu mit deinem Geist. Herr, ich demütige mich unter deinen mächtigen Hand. Ich brauche dich. Halleluja, Herr, ich brauche dich nicht nur, sondern ich bete und ich verbringe Zeit mit dir. Und Herr, ich bitte dich jetzt, Halleluja, lass mich dein Angesicht sehen. Zeige mir deine Herrlichkeit. Und Herr, ich danke dir, dass du mir die Gnade gibst, um umzukehren von bösen Wegen und schlechten Sachen, Dinge, die mich abhalten. Halleluja. Amen. So beginnt wahre Erweckung. Und jetzt werden wir eine Zeit jetzt miteinander erleben, wo wir einfach trinken, Halleluja, den Herrn preisen. Heb deine Hände hoch, wo du bist. Halleluja, Herr, wir beten dich an jetzt. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, durch das Blut, die Jesus vergossen hat. Ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühle. Wir kommen zu dir, wie wir sind. Und du reinigst uns, du heiligst uns, Herr. Du machst uns angenehm, Halleluja. Und wir kommen in der Allerheiligste durch das Blut.
Und Herr, wir danken dir für dein Angesicht. Erfülle uns wieder neu. Schenke uns neue Kraft und neue Stärke. Schenke uns Gnadengaben der Heilungen. Und Herr, wir bitten dich mehr von den Kraftgaben. Wir brauchen dich hier in Österreich. Wir brauchen dich in Europa. Gieß aus wieder neu von deinem Geist auf das ganze Leib Christi, über die ganze Kirche Jesu. Gieß aus von deinem Geist auf die Katholiken, auf die Evangelischen, Orthodoxen, Reformierten, Evangelikalen, Pfingstler, Charismatiker. Gieß aus wieder neu von deinem Geist auf uns, oh Herr, wir brauchen dich. Wir schreien aus zu dir von der Tiefe unseres Herzens. Erfülle uns, gieß aus von deinem Geist, regne auf uns, lass dein Feuer fallen, verändere uns, mach uns mehr wie Jesus, lass deine Herrlichkeit durch uns strahlen, dass Menschen sehen werden, dass du lebst, dass du wunderbar bist, dass du heilen kannst, dass du Menschen befreien möchtest. Halleluja, erfülle uns, Herr, wir bitten dich, erfülle uns wieder neu mit deinem Geist. Oh, wir sehnen uns nach dir. Hol shikete lakobosum brata la viestin janalahai, brosukuri estin jadhande. Halleluja, halleluja. Oh, sikra matandai. Halleluja, halleluja. Und ich höre, wie der Herr sagt, ich habe dein Gebet erhört und ich sende dir Erweckung, zuerst in deinem Leben. Aber das wird in deinem Leben so mächtig sein, dass Menschen in deinem Umfeld, deine Familie, deine Verwandten, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, sie werden das sehen und merken. Und es wird so eine Anziehungskraft haben. Sie werden zu dir kommen. Sie werden Fragen stellen. Sie werden ihre Herzen aufmachen. Deine Worte werden wie Feuerflammen. Sie werden wie Pfeile, Halleluja, geschossen mit einem Bogen und die Zielscheibe, Halleluja, so ein Volltreffer erreichen und werden tief in den Herzen von Menschen gehen und Menschen werden überführt und sie werden zu dir kommen und sagen, bitte betet für mich. Und auf einmal ganze Gemeinden, sie werden, Halleluja, erfüllt werden und leuchten werden mit der Herrlichkeit Gottes, eine frische Erfüllung mit der Herrlichkeit Gottes. Und ganze Städte und Länder werden verändert werden. Empfange jetzt, Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort, in Jesu Namen. Weißt du, wenn du das angeschaut hast und kennst Jesus nicht, ich möchte dich einladen, ein kurzes Gebet mit mir zu beten. Und du kannst einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich glaube an dich. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Du bist auferstanden. Das glaube ich. Und ich empfange dich jetzt. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, bitte schreib uns ein E-Mail oder so dort in den Live-Chat, schreib etwas und wir schicken dir ein Infopack oder ein Bibel, wenn du ein Bibel haben möchtest. Wir schicken dir ein Bibel, wenn du kein Bibel hast, weil das, weißt du, Gottes Wort ist so wichtig. Oder wenn du Gebet für irgendetwas brauchst, egal was das ist, wir möchten gern für euch beten, für dich beten. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, kannst du es auch uns schreiben in ein E-Mail oder auch in den Chat und wir beten für euch, ja? Okay, Gottes Segen, schönen Abend noch, wir haben euch lieb, bye-bye, bye-bye.